Ich bin einer der größten Verfechter von handgemachten Effekten. Bedeutet, ich liebe es, wenn möglichst wenig CGI in Filmen benutzt wird, weil ich einfach finde, dass keine Computereffekte der Welt die Echtheit transportieren können, die handgemachte Masken, Sets oder auch Stunts auf die Leinwand bringen. Aber das soll nicht heißen, dass ich kein CGI mag oder es sogar hasse. Ganz im Gegenteil, wir reden oft von Filmmagie und ein großer Teil dieser Magie ist heute CGI, Computer Generated Images. CGI ermöglicht uns, alles lebendig zu machen, was wir uns nur vorstellen können, von Dinosauriern, Weltraumschlachten, Fantasy-Welten, Aliens, die aus Autos bestehen oder Bären, die auf Kokain sind. Die Möglichkeiten sind schier unendlich. Ohne CGI gäbe es kein Jurassic Park, kein Herr der Ringe, kein Harry Potter, kein Titanic und so weiter. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, wie die Original-Star-Wars-Trilogie zum Beispiel, die komplett ohne computergenerierte Effekte auskam, was heutzutage kaum zu glauben ist. Aber Miniaturen, Modelle oder Stop-Motion machten es möglich. Damals hat man sogar noch echte Bilder gezeichnet und in den Film eingebaut, um zum Beispiel Größenverhältnisse zu simulieren. Wahrscheinlich ein Grund, warum Star Wars als zeitloser Film gilt. Aber man kann sich denken, die Arbeit war enorm. Man hat 4 Jahre gebraucht, um den ersten Star Wars zu produzieren. Dieser ganze Aufwand wäre heutzutage viel zu teuer und zu umständlich. CGI machte vieles einfacher und brachte eine neue Faszination mit sich. Ich weiß noch, als ich Jurassic Park zum allerersten Mal gesehen habe und ich diesen Shot sah, das war für mich, als hätte ich Jesus höchstpersönlich vor mir stehen sehen, weil es für mich so echt gewirkt hat. Doch irgendwann kamen wir an einen Punkt, an dem wir irgendwie schon alles gesehen haben. Alien-Angriffe, die Matrix, die Apokalypse und so weiter. Der Anspruch an CGI wurde einfach größer, denn Computereffekte waren plötzlich überall und heute sind selbst Buchseiten CGI. Nach und nach gab es eine Gegenbewegung. Fans ging es irgendwann auf den Geist, dass so viele Filme unecht aussahen, viel zu glatt waren und unrealistische Physik hatten. Ich schau dich an, Marvel. CGI war plötzlich mehr und mehr ein Buzzword für etwas, was Leute gehasst haben, sowas wie Steuern oder Quarantäne. Filme und Regisseure wurden beliebter, die sich auf die Fahne schrieben, möglichst wenig oder gar kein CGI zu benutzen, Leute, die noch echtes Kino machten. Regisseure wie Christopher Nolan, Ari Aster, Tarantino oder kürzlich mit Alien Romulus, Fede Alvarez, Filmemacher, die um jeden Preis so viel wie möglich handgemachte Effekte benutzen wollen und deswegen auch respektiert und gefeiert werden. Und ein riesiger Teil des Marketings hinter solch großen Filmen ist es mittlerweile zu erwähnen. Denn wie wenig CGI benutzt wurde. Ständig hört man Interviews. Nichts ist CGI. Alles wurde echt in Kamera gedreht. Es ist wie die Biomarke, die man auf Produkte klebt und niemand weiß genau, was es überhaupt bedeuten soll, aber es ist auf jeden Fall besser. Und als Zuschauer will man diesen Satz mittlerweile hören. Filme machen sich noch die Mühe und bauen Miniaturen, Kostüme, benutzen Stop-Motion und so weiter und verzichten dafür auf CGI. Das ist ja wunderbar, oder? Vielleicht, wenn es nicht die allermeiste Zeit schlichtweg gelogen wäre. Dieses Video ist stark inspiriert vom Channel The Movie Rabbit Hole, der dieses Thema in seiner Videoreihe No CGI is really just invincible CGI wunderbar aufgearbeitet hat. Unbedingt anschauen, wenn es euch interessiert. Ich habe vor 2 Jahren, als Top Gun erschienen ist, ein Video über Tom Cruise gemacht. Darin habe ich damals Folgendes gesagt. Paramount hat mit Top Gun den erfolgreichsten Film des Jahres herausgebracht. Top Gun hat gezeigt, dass Leute doch noch am Kino interessiert sind, an Practical Effects, Mühe zum Handwerk. Und ja, ich bin genauso wie viele andere ein wenig in die Falle getappt. 2022. Top Gun erobert die Kinos. Der Film ist ein riesiger Hit und nimmt 1,2 Milliarden Dollar ein. Überall auf der ganzen Welt wird der Film gefeiert. Vor allem wegen einer Sache. Es ist die Antithese zu den ganzen CGI-Filmen, die wir in den letzten Jahren bekommen haben. Endlich macht Hollywood mal was Echtes. Ohne Greenscreens, ohne Computereffekte. Sie haben endlich draus gelernt und alle Kritiker, inklusive mir, liebten natürlich, dass alles echt war. Alles an diesem Film ist real. Es ist kein CGI dabei. Die Flieger sind alle echt. Die Flugmanöver haben so stattgefunden. Und. All of the flying that you see in this picture, it's everything is real. Das ganze Marketing war eigentlich nur darauf ausgelegt, zu betonen, dass alles real ist. Aber ist das wirklich so? Der Film wurde practical gedreht, aber was bedeutet das eigentlich? Schaut man in die Endcredits des Films, sieht man, es haben an Top Gun 400 VFX-Künstler gearbeitet. Der Film hat über 2000 VFX-Shots. Wo sind diese Shots? Eigentlich so gut wie überall. Denn ja, viel wurde im Film practical gedreht. Es gibt Aufnahmen mit echten Chats. Sie waren tatsächlich auf den Flugzeugträger und auch viele der Schauspieler sind in Flugzeugen mitgeflogen. Aber nichtsdestotrotz war fast überall CGI mit dabei. Und das Problem ist nicht, dass der Film CGI benutzt. Der Film wirkt trotzdem real, weil eben auch viele echte Szenen dabei sind, mit echten Flugzeugen, mit echten Gehkräften, die auf die Schauspieler gewirkt haben und bestimmt niemals so von CGI ersetzt werden könnten. Und all das sollte die Aufmerksamkeit bekommen, die der Film letztendlich auch bekommen hat. Ich liebe diesen Film genau deshalb. Das Problem ist, dass der Film es verkauft, als wäre all
all das, was wir sehen, echt. Tom Cruise, das Studio, Joseph Kosinski wissen, dass unglaublich viel CGI dabei ist. Aber sie versuchen absichtlich zu verschweigen, dass tatsächlich der geringste Teil, den wir auf dem Bildschirm letztendlich sehen, ohne CGI auskommt. Denn das würde die Illusion nehmen. Das ist das Problem, wie mit den VFX-Künstlern umgegangen wird, als wären sie das stille Geheimnis, das niemand erfahren darf. Leichen im Keller, als würde ein Schauspieler Testosteron benutzen oder sich Botox spritzen. Niemand darf an das Geheimnis kommen. Denn der größte Teil der Jets sind nicht die Jets, die wir tatsächlich im Film sehen, sondern L39 Jets, die extra präpariert wurden, um sie dann im Film komplett mit CGI F-14 Jets auszutauschen. Immer wenn Jets zu nah aneinander waren, wurden sie animiert. Genauso wie der komplette dritte Akt hauptsächlich aus CGI-Flugzeugen besteht. Und selbst in Shots wie diesen, wo echte Flugzeuge geflogen wurden, in Wahrheit fliegt nur ein Flieger. Die restlichen drei sind CGI und wurden nachträglich eingefügt. All of the flying that you see in this picture, it's everything is real. Das ganze Behind-the-Scenes-Material in Top Gun dreht sich nur um Tom Cruise und dass die Schauspieler in einem Flieger saßen. CGI wird nicht ein einziges Mal erwähnt. Jeglicher Ruhm und die Arbeit der 400 VFX-Künstler wird genommen und unter den Teppich gekehrt, als wären sie minderwertig. Ja, sie haben echte F-18-Jets gezeigt. Ja, Tom Cruise ist in einem mitgeflogen und das ist total cool und aufregend, aber das macht manchmal nur 2/10 eines Shots aus. Aber man sieht und merkt es eben nicht. Es wirkt real. So real, dass die allermeisten glauben, dass es echt ist, was natürlich zum Teil daran liegt, dass sie eine echte Basis geschaffen haben, aber eben auch, weil die VFX-Künstler es so unglaublich gut hinbekommen haben. Aber kaum niemand spricht darüber. Und wie gesagt, ich liebe diesen Film, aber er verkauft uns etwas, was einfach nicht der Fall ist. Der fehlende Respekt ist das, was uns stören sollte. Und Top Gun ist absolut kein Einzelfall. Mittlerweile ist selbst das Behind-the-Scenes-Material fake, um niemals erst den Anschein zu machen, dass etwas mit Computern gemacht wurde. Hier nochmal der Verweis auf The Movie Rabbit Hole, der mich auf das Thema aufmerksam gemacht hat. Ich war absolut perplex, als ich diese Szenen gesehen habe. But wait, if these scenes were filmed on a blue screen, why does the behind-the-scenes footage show it as an in-camera effect? Warner Brothers hat also in ihrem kompletten Behind-the-Scenes-Material jegliche Bluescreens durch billiges CGI ersetzt. Im Behind-the-Scenes-Material. Also verstehe ich das richtig. Man benutzt CGI, damit man es so aussehen lässt, dass kein CGI benutzt wird. Das ist schon klageverdächtige Manipulation. Du schaust dir Behind-the-Scenes-Material an, um zu verstehen, wie Filme gemacht werden. Das Prinzip davon ist ja, dass man jegliche Computereffekte weglässt. Wie wurde eine Szene aufgebaut? Durch Greenscreens, Bluescreens, Miniaturen. Für jemanden, der Filme liebt, ist das faszinierend. Aber das Barbie-Behind-the-Scenes-Material ist einfach eine komplette Lüge und Manipulation der Tatsachen. Es soll so wirken, als wäre alles echt. Als würde ein sichtbarer Bluescreen bedeuten, dass der Film weniger wert ist, als hätte man einen Sportler dabei erwischt, wie er gedopt hat. Erhöht das Krebsrisiko, ganz klar, aber scheiß drauf, weil es muss wirken. Und es kommt noch viel schlimmer. Alles, was ein Green oder Bluescreen war, wurde in den Behind-the-Scenes-Footage so manipuliert, dass es grau aussieht. Nur damit ja niemand mitbekommen würde, dass CGI im Spiel war. Und offenbar ist das jetzt eine Methode, an die man sich gewöhnt sollte. Es kommt ein neuer Live-Action-Minecraft-Film raus. Wenn man sich das Behind-the-Scenes-Material anschaut, sieht man überall statt Greenscreens nur Grayscreens, also graue Leinwände. Wiederum wurde das Grün entsättigt, damit alles grau wirkt. Ja, ich reg mich oft über schlechte CGI auf und auch CGI-Künstler dürfen kritisiert werden, aber das sind unglaubliche Ausmaße. CGI wird so verteufelt, dass die Studios sich die Mühe machen, das Behind-the-Scenes-Material zu manipulieren. Was ist das für ein Schlag ins Gesicht für VFX-Künstler? Malen, Sets bauen, Masken bilden, Design, all das ist eine Form von Kunst. Doch irgendwie wird VFX-Künstlern diese Kunst gerne mal abgesprochen. Viele haben dieses Vorurteil, dass VFX weniger Arbeit bedeutet als zum Beispiel die von Set-Konstrukteuren, dem Make-up-Team, Masken und so weiter. Es ist etwas Handfestes, man braucht manuelle Arbeit und hat am Ende etwas, was man tatsächlich sehen und anfassen kann. Im Gegensatz dazu, einfach vor dem PC zu sitzen und einen Knopf zu drücken und es wird schon irgendwie. Aber das ist falsch, so falsch, wie es nur falsch sein kann. VFX-Künstler sitzen genauso Stunden über Stunden an Szenen und versuchen sie zu perfektionieren. Feuerelemente, Kleidungsstücke, Gegenstände, Waffen, Gebäude, die meisten sind genauso besessen von Detailgenauigkeit wie alle anderen Abteilungen, die an einem Film mitarbeiten. Nichtsdestotrotz sind VFX-Künstler sehr oft diejenigen, die am meisten vom Druck belastet werden. Oftmals wird CGI am Ende des Films eingefügt, sobald alles abgedreht ist und ein Team von etlichen Künstlern sitzt dann Monate an diesem Projekt, immer im Wettlauf gegen die Zeit, da ja der Film meistens bereits ein Veröffentlichungsdatum im Kino hat. Häufig ist aber die Arbeit nicht so klar vorgegeben, sondern es gibt ständig Änderungen darin.
Regisseur möchte eine Szene anders gestalten, eine Szene dauert länger als ursprünglich angenommen, ein Design soll ausgetauscht werden und so weiter. Und CGI-Artists sind gezwungen, Abkürzungen zu nehmen, Überstunden zu investieren, um irgendwie den Berg an Arbeit zu meistern. Aber das eben auf Kosten des Films, sodass Filme mehr und mehr so aussehen. VFX-Artists von Marvel sagten, dass sie teilweise 6 Monate Überstunden nehmen mussten, jeden Tag, 7 Tage die Woche und im Durchschnitt 64 Stunden pro Woche investiert haben. Und der harte Part an diesem Job ist, wenn niemand merkt, dass CGI im Film vorkommt, hast du einen guten Job gemacht. Und in den seltensten Fällen wirst du von der breiten Öffentlichkeit dafür gelobt. Wenn uns dann mal auffällt, dass CGI komisch aussieht, wird es sofort herausgepickt, obwohl man in den allermeisten Fällen nicht mal wusste, dass in 98% der Shots CGI war, doch das interessiert am Ende des Tages niemanden. Aber wenn Filme dann Abkürzungen nehmen müssen, weil den Künstlern keine Zeit gelassen wird und Filme mehr und mehr unecht und unrealistisch aussehen, dann steht vor allem das CGI in der Kritik und Leute fangen an, es zu hassen. Aber eigentlich ist es mehr ein Studioproblem als ein CGI-Problem. Es ist eben die undankbarste Aufgabe an einem Film. Und was diesen Fakt noch viel schlimmer macht, die meisten VFX-Künstler müssen eine NDA, also einen Geheimhaltungsvertrag, unterzeichnen und somit liegt es am Ende völlig in der Hand der Studios, welches Behind-the-Scenes-Material sie der Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich machen. Es ist offensichtlich, dass Regisseure und Schauspieler oft angewiesen sind und es sicher auch in ihren Verträgen steht, nicht über Computereffekte zu reden. Denn es darf niemals den Anschein machen, als wäre nicht alles echt. The power of one. The power of two. The power of many. Mad Max Fury Road gilt als einer der besten Practical-Meisterwerke der Filmgeschichte. Wie in Top Gun bestand das ganze Marketing eigentlich nur daraus zu erwähnen, dass alles echt war. It's completely real. Denn es ist alles echt, oder? Ja, es wurde unendlich viel wirklich in der Kamera eingefangen. Echte, selbstgemachte Maschinen rasen durch die Wüste, Stuntmänner, die von Auto zu Auto springen, echter Dreck und Staub, der durch die Luft wirbelt. Und nochmal, ich liebe es, wenn Regisseure genau das machen. Wirklich in die Wüste fahren und in der sengenden Hitze echte Stunts vollziehen und nebenbei riesige Tanklaster in die Luft jagen. Es ist eine absolut unglaubliche Leistung und ein Grund, warum der Film als Meisterwerk gilt, das sollte und muss gelobt und respektiert werden. Aber es waren 744 CGI-Künstler dabei, die einen exorbitanten Teil beigetragen haben, dass dieser Film so echt wirkt. Denn wie wir sehen können, ist so gut wie in jedem einzelnen Shot in diesem Film CGI dabei. Manchmal merkt man es, aber die meiste Zeit eben auch nicht. Und trotzdem ist CGI in den allermeisten Augen der betrunkene Onkel auf der Familienfeier, von dem man sich besser fernhält, weil man vermutet, dass er pädophil ist oder so. Alle haben John Wick 4 geliebt, weil alles, wirklich alles practical war, oder? At the time of the film release, most people thought John Wick 4 was all shot practically and had very little CG. Or at least that's what some VFX experts wanted you to believe. Es war genauso unendlich viel CGI dabei. Ja, Christopher Nolan hat eine halbe Straße in die Luft gejagt in dieser Szene in Inception, aber nichtsdestotrotz haben unendlich viele VFX-Künstler Stunden über Stunden an diesem Shot gearbeitet, bis er schließlich so aussah. Wenn Nolan sagt, er will so viel wie möglich in echt drehen und ohne Computereffekte auskommen, heißt es nicht automatisch, dass keine Computereffekte zum Einsatz kamen. Denn was macht George Miller oder Nolan zu so unfassbar guten Filmemachern? Sie verstehen, dass es immer eine Zusammenarbeit von handgemachten Effekten und CGI ist. Dass CGI nur wirksam ist, wenn es in der Realität verankert ist. Dadurch können die Künstler erst so gutes CGI entwickeln. Sie haben Referenzpunkte. Wenn ich mit echten Autos, echten Flugzeugen, echten Sets, echten Soldaten und so weiter filme, dann sehen VFX-Künstler, wie diese Szene auszusehen hat. Wie ist die Beleuchtung? Wo werden Schatten geworfen? Welche Farbe hat Metall oder Gebäude? Aus welchem Stoff sind Uniformen? Wie sehen Miniaturen aus? Und so weiter. Das Wichtigste ist eben, ob die Effekte den Bezug zur Realität haben. Das Grundgerüst der Ornithopter in Dune existiert tatsächlich. Eine Attrappe, die echt ist. Man kann durch die staubigen Fenster blicken. Das ist der Traum von CGI-Künstlern, weil sie genau wissen, wie sie ihre Effekte integrieren können. Durch diesen Kontrast bekommt man dann genau dieses Gefühl des Realismus. Es ist kein Zufall, dass Regisseure wie Christopher Nolan, Ridley Scott, Denis Villeneuve oder Steven Spielberg bekannt dafür sind, verhältnismäßig unglaublich viele Practical Effects zu benutzen, aber dass das CGI in ihren Filmen besser aussieht als bei allen anderen. Denn sie alle verstehen, CGI und echte Effekte stehen nicht im Konflikt miteinander, sie sind Verbündete. Wenn CGI in der Realität verankert ist, dann können solche Aufnahmen erst entstehen, indem man sich fragt, was ist echt, was ist eine Miniatur und was CGI. Wenn CGI schlecht ist, dann ist es meistens ein Problem mit der Zeit, dem Budget oder der fehlenden Erfahrung der Regisseure, eine fehlende Vision, wie man CGI in seinen Filmen überhaupt einbauen kann. Wann hat man das letzte Mal schlechtes CGI von Scorsese gesehen, von James Cameron, David Fincher,
Es sind meistens große Hollywood, Disney, Marvel, Netflix Produktionen, die genau solche Probleme haben. Und für Leute, die sagen, aber Superheldenfilme sind was komplett anderes, da ist automatisch mehr CGI dabei. Nolan hat 3 Superheldenfilme mit Batman gedreht und die Filme sahen trotz viel CGI unglaublich aus. Und wie es auch in der Presse und von vielen Fans immer wieder betont wird, Nolan benutzt kein CGI, er macht alles echt, ist sich niemand mehr bewusst als Nolan und spricht es auch selbst immer wieder an, dass er CGI braucht und es ein unglaublich wichtiges Werkzeug ist, um seine Vision auf die Leinwand zu bringen. Andrew Hodgkins, ein 3D-Künstler, der unter anderem an Dune gearbeitet hat, schreibt zum Beispiel folgendes. Jeder spricht über CGI-Ermüdung, aber es stört niemanden, dass 90% dieser 4 Bilder aus Dune komplett CGI sind. Wenn der Regisseur eine Vision hat und wir die Zeit bekommen, die Arbeit richtig zu machen, ist CGI plötzlich kein Problem mehr. Ich liebe Practical Effects mehr als alles andere und freue mich immer wieder, wenn Filmemacher vermehrt auf Handgemachtes und Echtes zurückgreifen. Und in Zeiten von KI und immer besser werdenden Computereffekten hoffe ich, dass es uns noch lange erhalten bleibt und mehr Regisseure versuchen, so viel wie möglich im realen Setting einzufangen. Doch nur weil man kein CGI sieht, heißt es nicht, dass keins im Film ist. Also wenn es mal wieder heißt, es wurde kein CGI benutzt und alles ist echt, dann bedeutet das höchstwahrscheinlich, dass immer noch die Hälfte der Shots, wenn nicht mehr, aus VFX-Szenen bestehen. Und ein Team von hunderten Künstlern im Hintergrund gearbeitet hat, deren Namen wir wohl niemals länger als 5 Sekunden im Abspann sehen werden, doch die genauso einen unwegdenkbaren Teil eines Films ausmachen. Es existiert heutzutage so gut wie kein einziger Film, der ohne CGI gedreht wurde. VFX-Künstler sind wie die Sherpas am Mount Everest. Sie bereiten die Besteigung vor, befestigen Seile, suchen die Wege, bauen Leitern auf, bringen Zelte und Proviant auf den Berg, tragen die Rucksäcke der Bergsteiger. Doch am Ende weiß niemand, wer sie sind und welche Leistung sie vollbringen. Nur die Person, die am Ende am Gipfel ein Foto gemacht hat, ist relevant. Deswegen lasst uns die Arbeit der Sherpas und der VFX-Künstler nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.